Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in ETS Nummer 2. Das ist der Renault E-Tech T. Und mit dem fahren wir heute von Frankfurt nach Köln. Und das ist ein elektrischer Truck. Der ist schon an, man hört ihn nur nicht. Statt Tanks hat er hier unten irgendwelche Akkus. Bin mal gespannt, wie sich der so fahren wird. Auf jeden Fall deutlich leiser. Und dann wollen wir mal rein. Also klingt schon mal sehr interessant. Wir haben jetzt sogar Gangschaltung drin. Wollen wir die mal abschalten? Ja, komm. Ein E-Truck fährt man nicht mit Gangschaltung. Das wirkt irgendwie total komisch. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Optionen. Und dann würde ich gerne die Gameplay auf... Muss doch hier schnell vorgehen. Automatik, einfach Automatik, genau. Perfekt. Weil ich glaube nicht, dass es, dass du ein... Machen Sie eine Kehrtwende. So ein E-Truck mit links... Biege mit nach links ab. Nach links, perfekt. So ein E-Truck mit... Gangschaltung fahren kannst, kann ich mir nicht vorstellen. Aber der beschleunigt schon nicht schlecht, bitte, ne? Aber gut, ist eh, ne? Zeiten. Ich habe eigentlich eine andere Verkehrsmod noch drin. Ich habe nur das Gefühl, sie funktioniert nicht. Müssen wir mal beobachten. Wir werden das sehen. Ich habe die DB Creations Verkehrsmod. Das ist eigentlich mir das Beste, was man haben kann. Aber irgendwie hat die eventuell nicht richtig runtergeladen. Vielleicht werde ich mir auch... Man kann auch eine Version kaufen. Ich habe jetzt die kostenlose Version mir erstmal geholt. Ich meine, es ist dasselbe. Es ist nur das eine... Jetzt an so einer anderen Seite runter. Das hat irgendwie nur so halb funktioniert. Warum hänge ich? Weil es hier nicht weitergeht. Hat der links gesagt? Ja, hat links gesagt, ne? Gut. Ich habe wieder nur so halb hingehört. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal die andere Automatik anschalten. Weil das Problem ist folgendes. Sonst geht der, wenn der hier rückwärts fährt, automatisch gleich einen Rückwärtsgang. Also der Sound ist sehr interessant, finde ich. Muss man sich echt dran gewöhnen für einen Truck. Ich finde das Design futuristisch, das ist schön gemacht. Ja, auch mit rechts mit dem Display und so. Das ist schon ganz nett. Es gibt auch den Scania als E-Truck, den werden wir vielleicht auch nochmal fahren. Der ist so ein bisschen... Die sieht genauso aus, auch voll mit Leben wie der andere Scania. Gefühl. Der hat nicht richtig den Verkehrsmod geladen. Ist ja gar nichts los auf der Autobahn. Nee, das scheint wie Buggy zu sein. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann muss ich da gleich nochmal ran. Nimm die Ausfahrt rechts. Weil ich habe das schon, mich schon gewundert gehabt, das ist nämlich irgendwie auch nicht richtig eingelesen worden, die Mod, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich sie überschrieben habe, weil ich doof war. Das hätte man nicht machen sollen beim Mods. Nee, so macht das ja keinen Spaß. So eine leere Autobahn. Wir sehen uns gleich wieder. Ich versuche mal den Mod hier wieder zu reaktivieren. Bis gleich. So, ich hoffe, dass der Verkehr sich jetzt ein bisschen verbessert hat und dass der Verkehrsmod jetzt vernünftig funktioniert. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Ich habe jetzt, also LKW-Verkehr sieht schon mal deutlich besser aus. Aber irgendwie ist jetzt auch noch nicht so viel Verkehr, ne? Habe ich das Gefühl. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Weil normalerweise solltet ihr auch Rush-Hour und so drin haben, also dass wenn ihr wirklich um 16 Uhr sind wir jetzt gerade davor, sollten wir eigentlich fast Rush-Hour haben. So schnell beschleunigt er jetzt auch nicht, der E-LKW, aber gut, der hat ja auch ein bisschen was hinten dran.
und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Sehr schön. Und jetzt? Immer geradeaus. Geradeaus, nicht Richtung Aschaffenburg. Da, wo unsere Base ist. Bitte rechts halten. Mit Lavan Rail. Ich habe erst überlegt, ob ich das kombiniere. Ob ich das hier auch Lavan Rail nenne oder so. Eine Lavan. Gut, das wäre jetzt nicht wirklich Rail, aber. Ob ich hier Lavan Transport rausmache, weißt du? Sozusagen ITS und TSV für dieselbe Firma fährt. Könnte man machen, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt nötig. So. Ich finde aber, die Beschleunigung lässt sich echt so ein bisschen zu wünschen übrig. Gut, mit dem Anatok ist das auch nicht schneller, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel schnell der jetzt ist, wenn man das vergleicht mit so einem mit PS. Ich habe übrigens, falls ihr euch wundert, ja, ich habe eine Mod installiert, dass hier auch realistische Anhänger rumfahren. Deswegen haben wir jetzt mehr C-Anhänger vor uns. Auch schön. Also das Verkehrsbild mit den LKWs gefällt mir schon mal besser. Wir kämpfen uns hier ganz schön den Berg hoch, habe ich das Gefühl. Ne? Wir fahren ja irgendwie 40. Und dann da vor uns. Wir holen uns natürlich schon alle die ganzen LKWs. Wo sind wir jetzt hier? Airborne West. Auf jeden Fall ging es ja ziemlich steil bergauf. LKWs sind alle links auf der Spur. Das ist aber auch ein realistisches Bild, dass die dann alle auf die mittlere Spur mit drüber wechseln. Ich habe sogar schon erlebt, dass dann einige links fahren. Was nicht erlaubt ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell verboten ist, dass LKW jetzt ganz auf der linken Spur fahren auf einer dreispurigen Autobahn. Ich denke ja, aber ob da jetzt. Macht man auf jeden Fall nicht als LKW-Fahrer. So. Aber so macht es doch schon wesentlich mehr Spaß und realistischer, dass wir hier wirklich Kolonne fahren auf der Autobahn. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Weil das ist einfach realistisch. Hier so Kolonne auf einer dreispurigen Autobahn zu fahren. Und dann nähern wir uns Köln in 111 Kilometern. So. Aber das Beschleunigungsmonster ist es halt wirklich nicht. Unser E-Truck hier. Da ziehen sie alle weiterhin schön dran vorbei. So. 85 beim Tempomat rein. Ja, alles gut. Ich weiß, dass ich ein bisschen auf den Seitenstreifen fahre. Wollen wir hier mal Rauch ausfern? So, eventuell, ja, wir kommen auch mal an der Kolonne hier vorbei. Wird zu langsam. Mein Bus eventuell gerade ein bisschen ausgebremst. Aber oh, jetzt wird's aber. Jetzt kriegt er echt Probleme hier. Oder liegt es daran, dass der jetzt Abstandstempomat vor uns fährt? Weiß ich gar nicht. Müssten wir mal gucken. Ich hoffe, wir müssen nicht gleich rechts rüber, sonst haben wir ein Problem. Holz Olpe Süd. Sieht er raus.
schauen, ob wir rein theoretisch fänden wir jetzt rechts rüber. Ich glaube, wir sollen uns links rechts halten. Rechts halten, okay. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Richtung Köln, Kreuztal wenden. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Aber? Dafür will ich trotzdem die ganze Zeit schalten. Weil der halt auch so ein bisschen schlecht aus dem Quark kommt. Ich weiß nicht, wie viel wir überhaupt hinten dran haben, Kilos. Mal schauen. Bitte rechts halten. 20 Kilo. Ist das viel? Geht, ne? So stark wollte ich eigentlich hier nicht rüberschwenken. Jetzt geht's gleich auf der Bahn wieder weiter. Das ist auch ein neues Autobahnkreuz hier. Das so vorher nicht gab. Bitte links halten. Und dann links rüber. Coca-Cola-LKW, auch nicht schlecht. Ja, eigentlich immer ganz witzig, wenn hier so ein paar realistische Anhänger rumfahren von verschiedenen Marken. Schön bunt alles. Ich habe Deutsch und Österreich Paket ausgewählt, was so Anhänger angeht. Ja, der hat sich auch gefreut, der Mustang hier zwischen den beiden LKWs. Aber jetzt zieht er auch erstmal raus, logischerweise. Und jetzt geht's Richtung Köln Zentrum, Deutz. Dann fahren wir, glaube ich, zur... Bitte links halten. ...zur anderen Seite nach Köln rein, ne? Sonst sind wir ja... Ich glaube, letztes Mal ja über... an Messe Deutz vorbei und so, ne? Gut, wir fahren jetzt ja auch Richtung Deutz, aber... von der anderen Seite halt rein. Ich glaube, das war jetzt Abstandstempomat. Was natürlich sehr nervig ist am Berg. Jetzt kommen wir eigentlich mal rechts rüber wieder. Wir bräuchten, ich muss mal gucken, ob ich noch ein weiteres Verkehrsmod installiere, weil ich das mal ganz cool finde, wenn die LKWs auch mal mit einem Container und sowas fahren. Schauen wir mal. Jetzt sind wir wieder über der Bahn, unter der Bahnstrecke hier durch. Muss doch irgendeine Hauptbahnstrecke hier sein. Weiter geht's Richtung Köln rein. Da vorne ist schon rechts halten und dann der Dom. Ausfahrt rechts nehmen. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt hier so auf die Stadt zu fahren. Da im Vordergrund der Dom, die Hohenzollernbrücke. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist schon cool gemacht. Bitte links halten. Jetzt noch links. Jawohl. Ich bin mal gespannt, wie er den Stadtverkehr hinkriegt, ob er hier schön viel auch für den Stadtverkehr spawnt an Autos. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich... ja gleich mal sagen. Wir kommen doch wieder von der anderen Seite rein nach Köln, wo wir letztes Mal lang gefahren sind. Ich glaube, wir kommen dann gleich wieder vorbei. Ja, ich wusste es, dass es nicht mehr gelb ist. Wir kommen wieder von Messe Deutz Seite, glaube ich, rein in die Stadt. Was ein bisschen schade wieder an der Verkehrsmod ist, dass irgendwie nur immer nur so eine Seite spawnt. Immer geradeaus.
Jetzt auf der Gegenseite ist ja wieder überhaupt kein Verkehr. Oh, Flixbus da hinten. Sehr cool. Später, was sage ich mittlerweile? 18.45 Uhr. Ja gut, nicht mehr ganz Verschauer, aber trotzdem. Ich finde, es ist hier nicht genug Verkehr in der Stadt. Da war der andere Verkehrsmod noch ein bisschen besser. Auch ein bisschen links rüber. Am besten auf die Straßenbahn schienen. Das ist immer gut, wenn eine Straßenbahn kommt. Alter, es zieht aber auch immer nach vorne hier mit diesem Motor. Diese erste Beschleunigung, die ist halt völlig irritierend. Ich hoffe, hier kommt keine Straßenbahn. Die kommt nämlich nicht mehr vorbei dann. Ach, jetzt habe ich hier direkt bei der Rückwärtsgang reingehauen. Deswegen sollte ich die einfache Automatik ausschalten. Wo geht es jetzt lang hier? Hier war ich auch noch nicht bei dem Stadttunnel hier. Immer geradeaus. Okay. Das ist der Tunnel. Nach 50 dürfen wir. Da sollten wir fahren. Sehe ich immer noch 50? Ich glaube, ist ja mittlerweile. Nee, ich glaube, er meckert immer noch. Ich glaube, es wird immer noch 50 hier sein. Wohl würde mich wundern. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Wir sind noch in Köln abladen. Ah, okay, wir fahren jetzt hier lang. Den Bereich haben wir noch gar nicht gesehen von Köln. Interessant. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Es geht also. Biege nach rechts ab. Kalk, Richtung Köln, Kalk. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mhm. Biege nach rechts ab. Jetzt sind wir hier im Gewerbegebiet. Und links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. So. Jetzt weiß ich, muss ich gerade mal gucken, wo wir hin müssen. Demnächst links abbiegen. Mhm. Bin gespannt, ob wir so links ab. Anstrengend auch mal irgendwann Züge hier lang fahren. Das wäre schon cool. Ist zwar ein bisschen risky, aber auch schon cool. Aber in Hannover gibt es ja auch, dass die Straßenbahn über so unbeschränkten fährt. So, und jetzt müssen wir wohin? Ich hoffe, wir fahren noch richtig. Wir werden es gleich sehen und hören, denke ich. Mhm. Ja. Wir folgen einfach mal der Straße hier. Das sieht gut aus. Wir sind heile angekommen. Perfekt. So, dann. Wollen wir die nochmal einparken? Ja, komm. Wenn sie die Ladung stehen haben, machen wir mal richtig hier. Bin gespannt, wie gut man den E-Truck hier einparken kann. Ich meine, so ist es ja eigentlich dasselbe zum Einparken. Das ist natürlich wieder so eine wunderbar schwierige Stelle, den hier reinzudrücken. So, wir stehen wieder so völlig quer. Nee, was wir machen ist, wir machen das anders. Wie der immer losstürmt hier mit seinem E-Motor, ne? Das ist halt der Ding bei E-Motoren. Die stürmen so heftig los, wenn man das Gas durchdrückt. Ich wollte mich so rum da reinschieben, habe ich mehr Platz. So, erstmal gerade ziehen. Und dann Rückwärtsgang, andersrum.
Ja. Hängen wir vorne am Zaun schon wieder. Oh, jetzt wäre ja völlig schräg. Ja, weil das Ding immer so losstürmt. Zweiter Anlauf. Ich weiß nicht, warum ich immer erst in die andere Seite einschlage. Dann wird es natürlich schwierig, den auch wieder auszubalancieren. Wo stehen wir jetzt dran? Bordstein, ne? Sehr schön. Wir kriegen das noch hin. Boah, viel zu stark, Alter. Der ist viel zu schnell, der LKW. Wir müssen ja erst hinter dem Anhänger einschlagen. Ich hasse rückwärts einpacken mit LKWs. So, jetzt geradeaus durch. Dann hinter dem RTL-Ding da einschlagen. So. Nein, das war jetzt nicht geplant. So. Vorne einschlagen, ein bisschen wieder zur Mitlenken. So, ja, weil ich... Ach, falsche Taste. Ja. So. Und jetzt volle Kanne nochmal. Ja, es war zu spät wieder. Okay, gut zu wissen. Wir müssen noch wesentlich früher einschlagen. Wir sind jetzt schon ziemlich stark. Und dann wieder. Ach, nein, nein! So. Jetzt würde ich schon fast richtig, ziemlich stark einschlagen, dass wir da mal rumkommen. So. So. Jetzt nochmal volle Kanne. Von der Idee her gar nicht so schlecht. So, stärker, stärker, stärker. Wieder drehen. So. Jetzt. Jetzt ziehen wir den, glaube ich, gut da rein gerade. Rückwärtsgang. Und jetzt noch ein bisschen bitte. Ja, genau. Und dann wieder gerade ziehen. Ja, perfekt. Ach, komm. Und dann wieder rückwärts. Jetzt müssen wir nochmal nach vorne ziehen, weil wir völlig schräg stehen. Ich merke das schon. Und dann sollten wir vernünftig da dran stehen.
andersrum, lieber Lavan. Boah. Gut, das akzeptierte, aber das ist echt nicht perfekt, wie ich da drin stehe. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte T drücken. Jawohl. So, nach diesem Einparkmanöver mal wieder, weil jetzt auch alles umgestellt ist, ne? Ich brauche ja wieder eine Ausrede. Ist ja alles umgestellt mit der Automatik und so. Sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielleicht fahren wir dann mal den Scania. Oder wir machen mal so einen Spezialauftrag. Hätte ich aber wieder Bock drauf. Mit so einem riesigen Teil irgendwie durch die Gegend zu fahren. Bis dahin auf jeden Fall. Macht's gut. Und tschüss.